Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo Leute, ihr werdet gleich einen anderen Ort sehen, wo wir anfangen werden, glaube ich mal. Dort wird es auch ein bisschen anders aussehen. Das liegt daran, dass ich eigentlich zwei eigene Videos von diesen beiden eigenen Projekten machen wollte, aber die Projekte relativ simpel waren und ich mich dann dazu entschieden habe, eine Folge aus der Werkstatt, wie es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr auf meinem Kanal gab, zu machen. Das bedeutet, das sind heute im Prinzip zwei eigene Videos, zusammengefasst in einer Folge aus der Werkstatt, zusammengefasst in einem Video auf meinem Kanal. Ganz viel Spaß wünsche ich dir jetzt bei dem Video. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das findest, ob ich sowas wieder machen soll. Und bis zum nächsten Intro vom nächsten Projekt wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Im letzten Video habe ich ja hier dieses schöne Restholzregal gebaut. Das verlinke ich euch mal oben rechts. Das ist richtig praktisch. Bauart ist auch super simpel. Könnt ihr auch sehr schnell bauen. Darin lagere ich jetzt mein Restholz. Ihr könnt natürlich alles andere reinschmeißen, was ihr denn so möchtet. Und heute werde ich auch mit Lagersystem weitermachen. Und zwar gehen wir dafür erstmal in die Kammer des Schreckens. Das Ziel für heute ist es, da ein besseres Regal hinzubauen, wo ich mehr Zeug draufstellen kann. Das aktuelle Regal ist nicht ganz so optimal. Und ihr seht, hier steht einiges an Zeug rum. Hier sind noch Spänetüten. Das ist jetzt weniger das Problem, aber wir werden das hier eben mal gut aufräumen. Aber auf jeden Fall werden wir hier ein richtig geiles Regal hinbauen, in das man auch mal gut Zeug reinpacken kann. Das ist aber auch der größte Fehlkopf in meinem Bruder. Für alle, die fragen, wo meine Kappsäge ist, hier ist sie. Scheiß Unterregal. Boah, Alter, ist das alles so wichs mit dem Stoff. Alter, was hab ich denn alles für Scheiße? Ich habe dieses Regal damals zugeschickt und es ist... Was hab ich denn? Was ist das? Ich war auch echt ganz happy hier. Das ist halt alles nicht so die beste Ausgangslage gewesen. Die Wand ist, wobei schief ist die Wand nicht. Moment, ich muss mich kurz sammeln. Nochmal neu. Ich habe das Regal zugeschickt bekommen. Ich war auch eigentlich mal ganz happy mit. Weil es war halt schnell, Stauraum. Und ich musste nicht so viel bauen. Aber jetzt im Nachhinein, es sammelt sich viel zu viel Scheißdreck an. Und irgendwann war das jetzt zu klein. Und ich werde das Ganze später ein bisschen tiefer machen, dass man mehr Schrott reinstellen kann. Weil die jetzt sagen, man muss sich auch irgendwann einfach mal trennen. Bin ich absolut dafür. Aber hier stehen halt auch einfach Sachen, die sind nicht mir, die sind meinen Eltern. Und dann ist es halt Käse zu sagen, man muss sich von etwas trennen. Ich kann mich nicht von Sachen trennen, die mir nicht sind. Wobei ich da immer noch gestehen muss, ich habe mittlerweile so viel Platz überall annektiert. Da wäre es auch noch frech von mir zu sagen, Hertha 2416. Braucht denn jemand von euch Hertha? Der Rat ist nämlich kaputt gegangen, weil ich im Schnee stehen gelassen habe. Komm, mein Freund! Und ich fange dich. Wisst ihr was? Ich werde euch übrigens mal die Folge aus der Werkstatt verlinken, wenn ich sie denn finde, wo ich das Ganze hier aufgebaut habe. Da seht ihr auch mal, was für ein Unterschied sich bis dahin gebildet hat. So, ich muss jetzt irgendwie mal schauen, dass ich da einen geraden Strich bekomme. Und ich will das Ganze auf der... Boah, ist das eine gute Idee? Oh, das ist voll die gute Idee. Das ist Klinge Nummer 1. Ich habe mir gerade hier eine Fichtenleiste zugeschnitten. Die werde ich jetzt erstmal in die Wand schrauben. Die wird nämlich dazu da sein, dass das Brett hinten nicht durchhängt. Das ist also einfach eine ganz einfache Auflage. Und jetzt kann ich mich einmal meine Wasserwaage auflegen und schauen, ob das passt. Jetzt hab ich die Bude. Jetzt werde ich hier an der Seite auch noch so ein paar Aufnahmen anschrauben, wo dann später die Regalböden drauf liegen werden. Und da... Ich
Ach, scheiß Dreck, Alter. So, ich habe meine Meinung gerade auch ein bisschen geändert. Ich mache das ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier wie eben einfach ein Kantholz zugeschnitten. Das ist das vordere Kantholz. Und dann schneide ich jetzt ein bisschen auf Gärung. Warum das so ist, seht ihr gleich. Aber grundsätzlich unser Schuppen, der geht vorne ein bisschen spitzer zu. Zeige ich jetzt mal, wie ich versuchen werde, die ziemlich entspannt dann einzubauen. Ihr seht jetzt links und rechts Posten und die haben halt eine leichte Schräge durch die Verjüngung vom gesamten Schuppen nach vorne. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen angepasst und passt noch nicht ganz. Boah, jetzt war das zu viel. Ich raste aus. So, jetzt holen wir uns Keile. Weil, ich bin so wohl, Alter. So, Mann, oh, das ist die Fuscherei, ey. Yes. Ich zeige euch mal, was ich jetzt vorhab. Ich habe überlegt, da links diese zwei Auflagen, die sind eigentlich unnötig. Die brauche ich nicht unbedingt. Ich habe das Teil hier jetzt mal geklemmt. Jetzt kann ich es nämlich positionieren und dann habe ich gleich hier Winkel, die ich dann unterschrauben kann, damit das ganze Teil auch gut hält. Aber jetzt muss ich es erstmal ausrichten. So, das hält. Dann habe ich als nächstes hier hinten noch eine USB-Platte. Die werden wir benutzen, um die Böden herzustellen. Jetzt werde ich diese Platte, die habe ich mir gerade markiert, ziemlich oldschool-mäßig oder handkräftig, Freihand einfach zuschneiden. Das wird schon genau genug sein, würde ich mal sagen, oder? Ich habe bei der ersten Platte jetzt ein bisschen fuschen müssen, denn ich habe nach diesem Schrägenschnitt 90 Grad Schnitt gemacht und deswegen steht die Feder zu Feder. Das ist aber kein riesiges Problem. Ich habe jetzt bei diesen Platten die Feder abgeschnitten und ich denke, ich werde später einfach jedes Mal der 90 Grad Seite abschneiden. Ich ziehe mal eine Schraube rein. Uiuiui, die Kamera steht aber ganz schön schief hier. So, nicht geladen lässt sich am besten schrauben. Kleiner Tipp an euch, wenn ihr Regale baut, wenn ihr so eine Regalhälfte fertig habt, ich muss jetzt eh noch warten, ich habe kein USB mehr, räumt dann alles mal immer so ein paar Dinge ein, dann seht ihr, okay, von der Höhe habe ich jetzt genug Platz, dann könnt ihr das nächste Regal so vielleicht ein paar andere Dinge anordnen und ihr habt das ganze Zeug, diesen ganzen Scheiß, der da jetzt rumliegt, nicht mehr in den Füßen liegen, sondern wieder im Regal. Aber das hier sieht mal ganz gut aus. Das Grat, Alter, wenn ich das jetzt nicht gerade, dann raste ich komplett aus. Ey. Was? Warum ist denn das so schief? Ey, das hat doch eben gepasst. Alter, das gibt's nicht. Ah, jetzt passt es einigermaßen. Manometer. Das passt doch nicht. Ich gebe euch mal hier ein kleines Update, was ich hier gerade so treibe, denn ich habe jetzt gerade ein bisschen was hinter der Kamera getan. Es sieht gleich ein gutes Stück anders aus, aber es war mega viel Arbeit, viel Geschläfe. Aber ich zeige euch mal, wie das Regal gerade aussieht. Da oben habe ich euch ja noch gezeigt, wie ich das Regal gebaut habe. Da unten diese beiden Regale habe ich genau gleich gemacht und ihr seht, da passt einiges an Zeug rein. Das sieht jetzt auch schon wieder viel, viel besser aus. Da oben habe ich jetzt mal drei Bohlen ein bisschen besser gelagert. Hier habe ich auch ziemlich viel Schutt mal weggeräumt. Einfach ist jetzt sogar noch frei. Und hier sieht es jetzt im Vergleich zu vorher definitiv besser aus. Hier habe ich auch noch einiges am Platz. Der Rasenmäher steht jetzt mal hier. Und wie gesagt, mir gefällt das hier wirklich richtig, richtig gut. Ah, zu hell. Langsam soll das funktionieren. Bei mir geht es im Moment so ein bisschen um Organisation. Ach komm, ich zeige euch noch einmal die, aber das ist immer so toll. Ich habe mir das weitere mal überlegt, dass ich unten in der Videobeschreibung einen eBay-Kleinanzeigen-Link einfügen werde. Einfach nur, dass ich ein bisschen zeuglos werde. Denn manche Sachen, die würde ich normal wegwerfen, aber das ist echt eigentlich ziemlich dumm.
zum Beispiel hier dieses Regal. Das wäre dann schön, wenn das auch ein bisschen ressourcenschonender wäre. Und das ist halt sowas, das würde ich einfach verschenken. Und wenn jemand in der Nähe wohnt, kann das jetzt einfach abholen kommen. Deswegen haltet mal Ausschau in der Videobeschreibung. Vielleicht wird es dort bald einen eBay-Kleinanzeigen-Link geben. Dort sind natürlich auch Maschinen dabei oder anderes Zeug, was ich verkaufe. Aber so Sachen, die ich einfach nicht brauche. Ich habe ja eine Reichweite. Und wenn jemand hier gerade in der Nähe ist und ein Regal braucht, kann er es abholen kommen. Heute geht es mal um ein Brennholzlager. Denn wir sehen hier ist noch einiges an Holz. Das sind Abschnitte von Drechselrohlingen. Ich werde euch mal das Video verlinken, wo ich hier diese ganzen Teile verdrechselt habe. Das waren Unmengen, wirklich Unmengen an Spänen. Und ich habe noch kein so richtiges Restholzlager, was ich heute ändern soll. Das bedeutet, wir werden hier um die Ecke ein Restholzlager bauen, was eine kleine Eigenheit aufweist. Das habe ich mich noch gar nicht gesehen, das seht ihr dann gleich im Video. Und wir werden dann in dem Zuge gerade hier die Wand mal nochmal spritzen, weil ihr seht, manche Bretter sind noch unbehandelt und ein bisschen Schutz könnte nicht schaden. Räumen wir erstmal deine ganze Scheiße weg. Dann holen wir es nochmal in die Hand. Dann schneiden wir es noch immer klein. Wo willst du da noch einmal in die Hand? Und das ist der heutige Tagesablauf. Eieieiei, was ich alles für eine Scheiße. Überall. Stock. Hier sind so große Spinnen. Leck mich am Herrlich, ey. Ich habe hier so eine Farbspritzpistole. Mit der habe ich früher auch lackiert, aber da sind dann die ganzen Dichtungen flöten gegangen. Weil das anscheinend nicht mit der Originalen waren. Aber auf jeden Fall haben wir hier drin die ganzen Düsen und alles. Keine Panik, das da war nur Wasser. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe die Scheiben auch extra nicht abgeklebt. Also das hier klebt eh schon seit einem halben, oder ich glaube seit 2 Jahren schon da dran. Denn ich mache jetzt einfach die komplette Scheibe dann komplett sauber. Frische Lasur auf der Wand, das ist einfach immer wieder herrlich, wie schön neu das dann wieder aussieht. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich gleich hier eine Kappsäge raushole und dann hier irgendwie so ein Brett hinmache und da irgendwie so ein Brett hinmache und vorne dran irgendwie ein Brett hinmache. Hang! So, nachdem ich jetzt hier alles fein justiert habe, werde ich erst einmal anfangen, mir ein Brett fertig zu machen. Dann sehe ich ja, wie cool das aussehen wird, oder halt nicht. Oh, jetzt ist das erste Brett schon gesetzt. Hier mein erstes Brett ist nicht ganz senkrecht, also hier dieses Brett ist nicht ganz senkrecht, deswegen habe ich hier hinten dran so eine kleine Leiste, mit der bekomme ich das dann in Lot, heißt es so, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier mein erstes Brett, damit das ganze Holz später, wenn ich es einlade, hier nicht rüberfliegt, schon mal festschrauben. So, jetzt passt das. So, diese 3 Frontbretter werde ich jetzt alle auf einmal schneiden. Das geht nämlich schneller. Mal gucken, dass ich das irgendwie gehalten bekomme. Zack. Das geht gut mit der Kapsel. Jetzt habe ich mir hier wieder aus dem massiven Stück Holz diese Streifen geschnitten, die Streifen schneide ich jetzt noch auf Länge, damit verbinde ich dann diese ganzen Teile. So, dann nur noch zusammenschrauben.
ich habe jetzt hier dieses Frontteil mal zusammengeschraubt und das werde ich jetzt hier mit der Seite verbinden. Und dann kann ich es hinten genau ausrichten und dann dort auch in die Wand reinjagen. Nachdem ich das hier hinten auch ausgebleit habe, dann schraube ich das einfach mit ein paar langen Schrauben quer durch das Brett in die Werkstattwand. So, diese Seite hier vom Regal ist auch eigentlich schon soweit fertig. Ihr seht, das ist nicht viel Magie. Aber ich will hier vorne noch ein Regal hinmachen. Und das wird dann später speziell für die Restholzstücke von der Werkstatt sein. Die schneide ich nämlich immer zu ganz kleinen Stücken. Die kann man dann hier in dem Fach schön aufstocken. Da werdet ihr dann noch später sehen, wie viel so an Restholz sich bei mir über die Jahre jetzt hier angesammelt hat. Das ist echt extrem viel. Und wir sagen, wir schneiden jetzt hier erstmal nur ein paar Bretter zu und verschrauben die dann auch hier mit der Wand. Sondern! Ihr seht, mein kleines Brennholzlager ist jetzt fertig. Es ist auch schon wieder gut gefüllt. Und das hier, da habe ich mich jetzt zu entschlossen, das hier ist die reine Auffangkiste für Werkstattabfälle. Das bedeutet viel Drechsel, Zuschnitt oder Kanthölzer, die ich dann irgendwann mal klein geschnitten habe, weil ich es einfach nicht mehr gebraucht habe. Da ist auch noch jede Menge Brennholz. Und das hier sieht jetzt schon ein gutes Stück manierlicher aus. Sorry, wenn das ganze Video so ein klein wenig unstrukturiert ist, aber ich habe mir überlegt, das sind zwei relativ simple Projekte. Ich packe das zusammen in der Folge aus der Werkstatt. Da habt ihr ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr Zeug, was hier im Video passiert ist. Und nicht zwei einfache Videos. Kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dir das gefallen hat. Ob du sowas mal wiedersehen möchtest. Ich habe noch so viel und wirklich so viel Zeug, was ich hier eigentlich noch machen müsste, wo ich mich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen verstreue. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis jetzt am Video dran warst und ich wünsche dir bis zum nächsten Video noch einen schönen Tag.